Heute im Studio Klaus-Erich Pötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Der Erwartungsdruck ist hoch vor dem Bund-Länder-Treffen bei Kanzlerin Merkel morgen. Es geht einmal mehr um einen gemeinsamen Nenner bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Doch der scheint schwer zu finden zu sein, mindestens im Streit über die unterschiedlichen Auflagen für Reisende aus den Hotspots hierzulande. Bundesländer mit niedrigen Infektionszahlen zeigen wenig Bereitschaft, ihre strengen Regelungen aufzugeben. Bundesweit wurden beim Robert-Koch-Institut in den vergangenen 24 Stunden 4.122 neue Fälle gemeldet. Hier in Rheinland-Pfalz sind alle Touristen aus deutschen Bundesländern willkommen, auch die aus einem Corona-Hotspot. Die Landesregierung hält wenig von einem Beherbergungsverbot, wenn nicht alle hinter dieser Regelung stehen. Nordrhein-Westfalen sieht das ähnlich. Das Verbot trage nicht dazu bei, Ansteckungsketten zu verlangsamen. Wir haben es nicht und wir haben auch nicht vor, es einzuführen. Alles andere warten wir dann morgen mal ab, wenn die Ministerpräsidenten zusammensitzen. Heftige Diskussionen sind also programmiert, denn Mecklenburg-Vorpommern bleibt dabei. Die niedrigen Infektionszahlen im Bundesland zeigten, dass die Beschränkungen wirken. Ich bin nicht für eine Lockerung des Beherbergungsverbotes und das wird Mecklenburg-Vorpommern auch nicht mitmachen. Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut gefahren. In Sachsen-Anhalt sieht die Landesregierung das ähnlich. Wir wollen unnötige Risiken, die von außen reinkommen, möglichst vermeiden oder so minimal wie möglich halten. Bundesweit gelten derzeit 40 Städte und Landkreise als Corona-Hotspots. Bayern gibt sich beim Beherbergungsverbot gesprächsbereit. Angesichts der steigenden Infektionen drängt der bayerische Ministerpräsident auf einheitliche Regelungen. Deswegen spielen wir im Team Vorsicht und Umsicht und wollen auch keinen Flickenteppich, sondern wollen es entsprechend schaffen, dass wir morgen eine entsprechende Regelung, einen Regelungskanon haben, den die Bevölkerung versteht, die dann auch motiviert wird durch sowas und nicht verunsichert wird. Große Erwartungen also an das Treffen der Bundeskanzlerin morgen mit den Länderchefs, wenn es darum gehen wird, sich auf eine einheitliche Strategie für den Winter zu einigen. In Deutschland ist es mit dem Reisen in Corona-Zeiten schon nicht einfach. Innerhalb der EU ist es noch schwieriger. Die Europaminister wollen nun zur besseren Orientierung beitragen. Eine Landkarte mit Ampelsystem soll künftig sichtbar machen, wie es jeweils um die Infektionslage bestellt ist. Rot eingefärbte Regionen stehen für ein hohes Risiko, orange gefärbte für ein mittleres, grün gekennzeichnete Gebiete gelten als unbedenklich. Genug ist genug. Pflegekräfte und Krankenhauspersonal protestieren in Barcelona, weil sie die stetig steigende Zahl an Corona-Patienten nicht mehr versorgen können. Wir brauchen Hilfe, weil uns die Ressourcen fehlen, Behandlungen richtig durchzuführen, klagt diese Ärztin. Laut den Zahlen der zentralen EU-Behörde hat innerhalb von 14 Tagen Spanien mit fast 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner den höchsten Wert, gefolgt von Tschechien. Unsere Nachbarn Frankreich, Belgien und die Niederlande haben ebenfalls ein hohes Infektionsgeschehen. Deutschland liegt mit 34 Fällen im unteren Bereich. Die wenigsten Neuinfektionen gibt es in Finnland, gerade mal 24 Fälle. Die Europaminister haben sich deshalb heute in Luxemburg auf die Einführung einer einheitlichen Ampel geeinigt, um Kreise und Bezirke besser vergleichen zu können. Was wir den Bürgerinnen und Bürgern Europas schuldig sind, ist, dass wir das Risiko einschätzen, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen und dennoch die Freizügigkeiten in der Europäischen Union leben können. Die Ampel richtet sich nach mehreren Faktoren. Daran angepasst kann jedes Land eigene Regeln zu Reisen aussprechen, etwa Testpflicht oder Quarantäne. Die Einschränkung der Reiseaktivitäten ist sicherlich der schwerste Eingriff. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Prinzipien von Schengen, aber auch des Binnenmarktes so lange wie irgend möglich aufrecht erhalten. Kritik kommt von Luftfahrt- und Tourismusverbänden. Die EU-weite Corona-Ampel bietet zwar einen guten Überblick, aber daraus leiteten sich keine einheitlichen Reiseregeln ab.